Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Video präsentieren, worauf ich schon öfter angesprochen wurde, beziehungsweise was immer mal wieder gebeten wurde, dass ich es mal erstelle. Und ja, ich dachte, komm, jetzt ist gerade ein bisschen Zeit, ich zeige euch mal alle meine Chars. Und ja, es sind viele, ich nehme es schon mal vorweg, im Moment habe ich... Ich glaube, 67 Chars, die auf Stufe 110 sind. Wir befinden uns gerade kurz vorm Battle for Azeroth Start. In, glaube ich, 4 Tagen liegt quasi das Addon los. Warum mache ich das genau jetzt? Und zwar, ihr wisst vielleicht, dass ich jemand bin, der alles, was man sammeln kann, Achievements, Mounts, Pets und Gedönse sammelt und auch Videos drüber macht. Und ich sage euch ehrlich, sobald das Addon startet, habe ich einen Arsch voll zu tun. Und deswegen dachte ich mir, das Video bastle ich jetzt noch, bevor es dann... weiß ich nicht, ein halbes Jahr nicht mehr die Möglichkeit gibt, das zu machen. Ja, was habe ich vor, in dem Video zu zeigen? Ich möchte nicht in jeden einzelnen Char einloggen und euch jeden einzelnen Char zeigen, weil das wird einfach das Video sprengen. Das wird nicht funktionieren, ja. Also das wäre zu viel. Ich will lieber über die Chars so drüber gehen, jetzt auch im Auswahlfenster. Den einen oder anderen werde ich vielleicht einloggen, euch ein bisschen so die Geschichte erzählen, mit welchen Chars habe ich angefangen. Wann habe ich welchen Char erstellt, wie habe ich die hochgespielt, also irgendwie so in die Richtung, jetzt nicht zu ausführlich, also ich erzähle euch jetzt nicht, ja, ich habe da die Instanz und das gemacht, nein, es geht um Methoden, die sich auch vielleicht so ein bisschen über die Addons geändert haben und ja, ich würde sagen, da steigen wir mal ein. Ich bin jetzt hier gerade auf meinem Main, WoW-Account, ich habe insgesamt 2 Stück und zwar, das hier ist mein, erster WoW-Account, der heißt Samas Arano. Erkläre ich gleich warum und das ist quasi mein WoW 2, ja, und es gibt auch noch ein WoW 1, aber das ist ein Test-Account, keine Ahnung, die muss ich mal löschen lassen, ist aber egal. Warum heißt der Account Samus Arano? Der heißt glaube ich nur Samus 2, genau, weil mein Bruder den damals so genannt hatte, nach diesem Spiel, Nintendo-Spiel Samus Arano, das hat er damals gespielt auf Gamecube, ich auch übrigens, war ich ein Fan von und das war etwa zu der Zeit, wo wir uns den WoW-Account gebastelt haben und zwar mit wir meine ich quasi meine 2 Brüder und ich, also wir haben zusammen angefangen, gab zu Classic, also irgendwo Mitte Classic sind wir eingestiegen in dem Game, wir hatten ja alle davor Warcraft 3 gespielt und dann quasi sind wir zu World of Warcraft gekommen. Keine Sorge, der Account läuft mittlerweile auf meinen Namen ausschließlich und der gehört auch mir, also da braucht sich der eine oder andere dazwischen springen und sagen, Alter, dann ist das gar nicht dein Account. Nein, es ist offiziell mein Battle.net-Account mit meinem Namen hinterlegt. So, lassen wir anfangen in der Reihe und zwar... Seht ihr, ich habe hier gerade den Hexenmeister ausgewählt, den Mention oder Mansion, je nachdem wie man nennen mag. Und zwar ist das mein allererster Char, das ist der Hexenmeister, den habe ich zu Classic gespielt. Und ja, eigentlich mein ursprünglicher Main-Char. Ich war Hexenmeister Main bis einschließlich Mitte Wottel. Mitte Anfang Wottel würde ich sagen, dann habe ich auf den Druid-Tank geswitcht und seitdem bin ich Druid-Tank. Also Druid-Tank habe ich quasi... Mitte Wottel, Cutter, MOP, WOD und Legion und wahrscheinlich jetzt auch BFA, also doch einige Addons, ich bin keiner, der Mains am Hoppen ist. Ja, dann kann ich euch mal noch ein, zwei andere Charaktere, ich würde sagen, beziehungsweise zeige euch alle, aber jetzt will man das chronologisch machen. Dann habe ich hier den Damago, das ist quasi der erste Char von meinem großen Bruder. Der hat damals mit einem Mage angefangen und mein kleiner Bruder, der hatte hier den Schamanen Maktai und das war quasi sein Char. Also sprich, ihr seht hier, haben wir ein paar Chars, es gab dann noch einen, ich habe ein paar auch löschen müssen. Mein großer Bruder hatte dann noch einen Krieger, der hieß damals wirklich Samus Arano, also schon wie dieser Charakter aus dem Metroid-Spiel quasi. Den Krieger habe ich aber löschen müssen, weil ich keinen Platz mehr hatte und ja, und mein kleiner Bruder hatte, glaube ich, dann auch einen Magier, die hieß Honey Magic. Also mein kleiner Bruder heißt Johannes und deswegen, naja. Wir waren vielleicht alle auch noch ein bisschen jünger. Ich war da vielleicht 12 und mein kleiner Bruder war dann noch jünger. Und mein älterer Bruder, ein Ticken, ich glaube, wie alt ist mein älterer Bruder? 2 Jahre älter ist mein älterer Bruder. Genau, also das ist schon mal kriegt. Also das war mein Main-Char von meinem großen Bruder, von meinem kleinen Bruder. Und ein paar andere habe ich löschen müssen. Dann habe ich in Classic noch einen zweiten Char gespielt. Und zwar den Priester. Deswegen Mention... Ja, also dann einfach die Methionia, die weibliche Form. Ja, ich war sehr, sehr einfallsreich und habe mir dann quasi noch einen Priester erstellt. Den habe ich auf Shadow gespielt. Zwischen einem Hexer und einem Shadow war jetzt nicht so viel um, aber ich wollte mir, ich weiß nicht, warum ich den erstellt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber den habe ich zu Classic gespielt, also die beiden Chars quasi. Dann zu Burning Crusade haben dann meine Brüder aufgehört, also mit der Burning Crusade haben etwa meine Brüder aufgehört gehabt. Und dann hatte ich den Account quasi für mich alleine. Deswegen ist es auf meinem Battle.net, weil Battle.net kam dann, glaube ich, erst mit. Oh, lasst mich überlegen. Ende PC wurde, glaube ich, auf Battle.net umgestiegen dann. Genau. Ich habe mir dann
zu Mitte, also ich habe in Burning Crusade sehr, sehr viel PvP und Arena gespielt und hauptsächlich auch mit dem Hexenmeister hier damals. Und ich habe mir dann Mitte Burning Crusade habe ich mir dann einen 19er PvP-Char gemacht und das war natürlich ein Schurke. Und da gibt's, seitdem gibt es hier den Char. Es sind übrigens hier wenige Chars transmogt, unter anderem, ich glaube, die ersten drei hier sind transmogt. Ja. Nicht wundern, ich bin faul mit Transmoggen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, dass ich alle transmogge. Genau, das ist quasi dann mein 19er PvP-Char gewesen, Black Lady. Da habe ich, weiß nicht wie viele Stunden, wer damals zu Burning Crusade oder in den im darauffolgenden Addons sich quasi 19er PvP-Char wirklich perfekt machen wollte, der weiß, wie oft man Burg Schattenfang laufen musste. Und ich habe mir auch die Goribashi-Trinkets gefarmt, ne? Also 24 Mal Goribashi-Trinket, dass ich die zwei Dinger hatte. Und das ist so ein Käse, da war verdammt viel Zeit. Eigentlich war es fast ein bisschen schade, dass ich den dann irgendwann mal hochgespielt habe. Aber das war mein 19er PvP-Char und ich war auch eine 19er PvP-Char sehr aktiv. Wer das nicht wusste, habe ich das jemals erzählt? Ich glaube nicht. Aber das ist schon ewig hier. Genau. Dann habe ich mir hier irgendwann mal die anderen Chars, da kann ich euch jetzt gar nicht so eine große Geschichte drumherum erzählen. Ich habe mir irgendwann mal angefangen oder eingebildet, dass ich jede Klasse einmal auf 100, also damals noch, weiß ich nicht, auf 70, 80, ich glaube mit Wortel habe ich angefangen, dann mir noch mehr Chars zu erstellen. Auf jeden Fall wollte ich jede Klasse quasi einmal auf dem maximalen Level damals haben und deswegen habe ich hier auch wirklich jede einmal, also ihr seht hier Hexer, Schurke, Jäger, ne? Also ich habe eine jeweils jede Klasse einmal und neu erstellt habe ich mir hier den Teladudu. Das ist nicht der Original, deswegen hat er auch keinen Transmog. Der originale Teladudu ist ein bisschen von Server zu Server getranzt, deswegen ist es auch so, dass der dementsprechend, ja, dass das ein neu erstellter Dudu ist. Und warte mal, der Paler hier, der ist glaube ich auch neu erstellt. Nämlich auch mal weggetranzt wegen dann Splitruns, habe ich den gebraucht. Werde ich aber später quasi erklären, wenn ich euch zeige, wo der andere abgeblieben ist. Genau. Also wie gesagt, hier haben wir jeweils alle Klassen einmal auf maximaler Stufe 110. Jetzt switchen wir mal den Server. Ihr seht 12, 12, sind es 12 im Moment? Ja. Ja. Also 12-mal Ding. Genau. Dann kann ich euch hier schnell was ach genau, jetzt gehen wir erstmal auf Krak Jin, weil wir sind jetzt noch in Burning Crusade verankert. Und zwar habe ich mit einem Kollegen zu Burning Crusade, wie gesagt, fast nur PvP und Arena gespielt. Und er hat damals hier auf Krak Jin gespielt, ich auf Lothar. Er hat sich auf Lothar dann in Paladin erstellt und wir haben halt Zweier gespielt und dann noch mit einem anderen Dude quasi Dreier Arena. Und ich habe mir dafür auf seinem Server, wo er Main Hunter gespielt hat, auch einen Hunter erstellt. Also wir haben Doppel Hunter dann auch in Arena gespielt. Und deswegen gibt es den Hunter hier noch, den ich letztens auch mal auf 110 quasi hochgebastelt habe. Also sprich, ich habe noch einen Hunter auf Krak Jin rumliegen. Das war, glaube ich, damals sogar ein PvP-Server. Jetzt ist es ja wurscht, weil es quasi keinen Unterschied mehr gibt. Genau. So viel dazu. So, dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes auf Eredar. Und zwar ist Eredar so mein Domizil für Horden-Chars. Und wenn wir jetzt hier einmal reingucken, habe ich auf Eredar jeden Horden-Char einmal auch auf 110, also sprich jede Klasse beziehungsweise habe ich einmal wieder auf 110 gespielt. Das habe ich aber dann damals das erste Mal gemacht über Werbt ein Freund. Also sprich, habe ich verschiedene Leute geworben gehabt und dann immer nach und nach die Chars hochgespielt. Hatte den Vorteil, es ging viel, viel schneller, also wesentlich viel schneller. Und zusätzlich hatte man den Vorteil, dass man da noch Level schenken konnte, also man einen Char hochgespielt konnte, den anderen wieder halb hochschenken und dann ging das relativ schnell. Und das habe ich, weiß ich nicht, wann das war, also zwischen Wattel und Cutter habe ich die Chars irgendwann alle auf die Stufe gemacht. Natürlich nicht den DH und irgendwo muss hier noch ein Monk zwischen, der Monk ist sogar ganz oben sein. Also sprich, die ganzen Chars, also wir können die gerne mal durchklicken, aber die haben keine tollen Transmog-Items, ne? Und übrigens meine ganzen Chars, ihr seht es auch vielleicht hier an den Sachen, die sie anhaben, sind, obwohl die Horden-Chars, die haben ganz kacke Gear, die haben glaube ich nur Count-Gear an, aber meine ganzen anderen Ali-Chars, die sind eigentlich alle so etwa Argus mäßig equipped, ne, weil ich die für die Missionstische missbraucht habe und unter anderem auf Lothar habe ich nur Missionstische diese Chars durchlaufen lassen
und habe da 10 Millionen Gold mitgemacht, ja, und auf Antonidas unter anderem auch, was man hat, nochmal hinkommen, also damit konnte man viel Gold machen, dazu musste man sie durch Argos durchspielen und ein bisschen Ordensressourcen farmen, also Worldquest machen, und da sind die Chars relativ schnell, also fast alle meine Chars sind zwischen 920 und 940 quasi geared gehabt, ohne eine Dungeon noch ein Raid gesehen zu haben, einfach über Worldquest und dieses Argonit-Gear, ne. Die Horden-Chars nicht, weil da war ich irgendwie zu faul, die haben auch keine Artefaktwaffen, die haben, glaube ich, nur, die haben wirklich nur Level-Gear an, ja, diese Dudes, also wahrscheinlich nicht mal 800er Item-Level. Aber ist jetzt egal, das Addon kommt bald, von dem her, ja. Genau, das sind meine Horden-Chars quasi. Dann haben wir hier noch drei weitere Server. Jetzt gehen wir erstmal auf Thrall. Und zwar, ich glaube, genau, auf Thrall habe ich mir hier den Dudu erstellt gehabt, den Tandrill. Ich glaube, das war dann schon, es müsste dann schon Cutter gewesen sein, habe ich mir den erstellt, weil ich bei Algolon ein Achievement nachholen wollte. Und zwar ging es da um hier dieses, weiß gar nicht, Herold der Titanen, genau so hieß das. Und da durfte man nur ein bestimmtes Gear haben, also musste den Char quasi auf 80 haben und nur ein bestimmtes Gear. Und ich wollte das mit dem Ali-Char machen, hatte aber meine ganzen Ali-Chars schon auf 85 damals, glaube ich, gespielt. Also damals Cutter-Höchststand und hatte dann quasi keinen Char mehr. Und musste mir dann auf irgendeinen Server einen neuen erstellen. Und irgendwie war da so eine Community, die genau auf Tandrill oder, nee, auf Thrall, so heißt der Server, Tandrill heißt der Char, haben die quasi dann, ja, so eine Community gehabt und wo wollten das halt zusammen farmen. Deswegen habe ich mir da einen Char erstellt. Und dann dachte ich mir, jetzt habe ich mir eh schon einen Char hochgespielt, komm, dann mache ich mir noch einen DK, weil den hast du ja dann quasi vor, also auf 60 gekriegt. Und das war ja damals schon fast auf Max-Level, ja, weil da war 85 Max-Level und dann habe ich mir gesagt, komm, machst du noch den DK und spielst du den halt noch hoch, wenn du den da schon fast verfliegst. Und warum ich mir einen Char namens Bam Crit gemacht habe, ich habe keine. Ich kann es euch schlichtweg nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen, was mich da geritten hat. Genau, deswegen habe ich hier ein paar auf Thrall, die habe ich aber, also ich glaube, die Chars lagen seit Cutter hier drauf rum und vor einer Woche habe ich die entdeckt, dass ich da noch welche habe, weil alle anderen habe ich jetzt auf 110 gespielt. Und weil mir ein bisschen langweilig war und man jetzt nicht mehr viel machen konnte bis zum Add-on, habe ich die jetzt ein bisschen weitergespielt. Deswegen habe ich den einen jetzt auf 100, quasi 110 hochgebastelt. So, dann sind noch zwei andere Server hier offen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf Ekwin. Einmal. Und zwar, jetzt hoffe ich, dass das nicht abraucht, weil immer wenn ich oft Server durchlogge, dann raucht oftmals mein WoW ab, warum auch immer. Genau. Und zwar seht ihr, habe ich hier jetzt nochmal ein paar Chars. Und zwar, der erste Char, der hier war, ist der einzige, der noch nicht auf 110 ist. Und zwar ist das der TGC. Und den habe ich mir damals quasi erstellt gehabt, weil ich auf Ekwin mir ein Mount gekauft habe. Und zwar ein TCG. Also, ich habe es falsch geschrieben, ja, oder falsch eigentlich, ist ja auch wurscht, ja. Also, ein Kartenspiel-Mount, ein Training Card Game Mount. Und habe das Gold auf Lothar gezahlt. Und der hat mir das Mount hier gegeben. Das Problem war, das Mount musstest du Level 60 sein und dann habe ich mir gedacht, komm, stellst dir kurz ein DK, holst das Mount, dann kannst du das reiten. Und dann habe ich das Startgebiet kurz ein bisschen angespielt und den dann liegen lassen, ja. Und so, der war auch auf dem Stand, Level 58 oder so, oder 60, was er war, war der rumgelegen bis vor auch einer Woche, wo mir dann langweilig wurde, oder zwei, und ich den dann ein bisschen weitergespielt habe. Und die anderen Chars, die ich hier habe, sind einmal Lolana. Das ist der Paladin, der ursprünglich auf Lothar war, wo ich mir dann nach neuen gemacht habe, weil ich den weggetranzt habe. Und zwar habe ich den in Nighthold gebraucht für einen Splitrun. Und deswegen habe ich den einmal getranzt auf Ekwin, weil mich meine Gilde quasi mit dem Char, der vorher halt gar kein Gear hatte, auch durch einen HC- und Mythic-Modus von Emerald Nightmare noch durchgezogen hat am Ende. Also wir haben alle möglichen Chars da durchgezogen, dass wir nach in Nighthold Splitruns machen konnten. Also sprich mit verschiedenen Chars, um dann das Gear auf die Mains zu schieben. Ich will jetzt nicht erklären, was Splitruns ist, das wird zu weit gehen. Aber das geht jetzt sowieso nicht. Deswegen habe ich den Char gebraucht, hier rüber getranzt. Dann hatte ich den zweiten. Dann den Char hier. Den habe ich mir geboostet. Und zwar, ich habe mir noch nie selber einen Boost gekauft, sondern den habe ich für den fürs Warlords of Draenor vorbestellt, oder für die quasi für das Spiel Warlords of Draenor gab es ja einen Boost, ich glaube auf Stufe 90 damals noch, und den hatte ich noch über. Und ich habe am Ende von WoD habe ich Nemesis gesellt, sowohl auf Horde als auch auf Allianz-Seite. Und ich hatte auf meinem ganzen Account keinen einzigen Gnom. Und du musstest halt, wenn du sellen wolltest, hattest du am besten jede Rasse einmal, dass der Gegner dich töten kann. Und deswegen habe ich meinen Gnom geboostet, den ich hier mit dem Boost noch rumliegen hatte. Und auf Ekwin hatte ich hier noch Platz frei. Ich hatte damals nur den TGC-Char und dann habe ich mir den einfach hier
quasi einmal geboostet. Warum konnte ich mir eigentlich den erstellen, obwohl ich kein. Ach stimmt, die haben irgendwann die Restriktion aufgehoben mit den DKs, ne? Jetzt kommt mir das gerade, weil das war definitiv der erste Char hier. Genau, da habe ich mir quasi den Gnom geboostet. Und den Char habe ich mir letztens im Stream hochgespielt. Das ist vielleicht jetzt einen halben Monat her. Weil ich hier gesehen habe, ich habe ja 110er Chars und kann mir einen DK erstellen. Das hat, weiß ich nicht, das hat 6 Stunden, glaube ich, gedauert. Dann hatte ich ihn erstellt und auf 110 gebastelt. Also es ging echt schnell. Oder was 6 Stunden, was erzähl ich, wahrscheinlich 4 Stunden hat es gedauert. Also das geht ja relativ schnell mit Invasionen und Sachen aufmachen und sowas. Dann dachte ich mir, komm, nochmal ein Char mehr für ja, World Boss Mounts IDs. Ich bin ja am World Boss Mounts Farmen und das sind jeder Char, den du mehr hast, ist eine ID mehr. Ne? Und so rechne ich das oder halt so Sachen zu nutzen wie die Garnison bzw. die Ordenshalle und da gibt es ja mit Dings auch wieder was. Deswegen tue ich mit den Twinks, die ich hochspiele, nicht sonderlich viel aktiv spielen, sondern die benutze ich als zusätzliche IDs. Deswegen hole ich mir die. Also ich könnte jetzt nicht jeden Char aktiv spielen, deswegen haben die auch alle ziemliche Scheißgear an. Ja? Also die sind alle nicht groß gespielt, die sind alle nur fürs ID-Saven da, beziehungsweise um eine Zusatz-ID zu haben. Genau. Jetzt haben wir die anderen Server angeguckt. Jetzt fehlt hier noch Antonidas. Und da gehen wir jetzt mal rein. Und zwar habe ich auf Antonidas meinen Main mittlerweile. Der ist ja ein paar Mal getranzt. Ich glaube, ich war erst mit dem auf Lothar bis Ende MOP. Dann bin ich Ende MOP einmal nach Blackmoor zu einer Raid-Gilde. Dann wieder zurück nach Lothar. Dann Ende WoD hat sich da meine Gilde wieder aufgelöst. Dann bin ich einmal nach Antonidas. Da hat das nicht funktioniert mit der Gilde. Dann bin ich nach Blackhand, glaube ich. Von Blackhand dann nach Equin, dann war ich ja bis Mitte, nee, dann war ich auf, dann war ich fast, nee, halb Legion war ich dann auf Equin, dann bin ich auf irgend so einem kleinen Server, ich habe auf einmal ein Tool, das hat dann aber auch nicht geklappt mit dem Raid und dann schlussendlich wieder auf Antonidas, also so quasi einmal im Dreck. Also quasi die ersten paar Addons bin ich. Bis MOP bin ich immer auf Lothar geblieben und danach, naja, hat sich das mit Gilden immer blöder ergeben. Ich bin immer quasi im Karree getranzt. Das ist ein bisschen blöd, aber gut, was ist zu machen. Jetzt ist er aktuell quasi gerade auf Antonidas. Und das war nicht der erste Char. Ich glaube, ich hatte da schon welche. Und zwar gab es ja mal dieses Pre-Event zu Legion. Da konnte man über diese Invasionen relativ schnell Chars hochspielen, indem man einfach nur einen Char der AFK reingestellt hat und hat halt dieses Level quasi hochbekommen. Das war eine sehr, sehr schicke Sache. Und da habe ich mir einfach sehr, sehr viele Chars erstellt. Die seht ihr hier fast alle, außer der hier. Das waren die, also diese drei Druids habe ich mir auf jeden Fall, ne, der DH nicht, dann waren es zwei Druids. Und der hier war es, glaube ich, noch. Doch, es sind auch drei Druids. Die habe ich mir quasi nur über diese Legion-Events hochgespielt. Und das ging echt ganz gut. Du hast den Char fast AFK reingestellt und hat einfach Level abgekriegt. Das war eine super Sache. Deswegen habe ich die. Dann den habe ich mir, glaube ich, irgendwann in Legion hochgespielt, weil ich ja eh hier schon 110 hatte. Das war, glaube ich, der erste Char hier. Und zwar hatte ich keinen Worgen und wollte das Worgen-Startgebiet spielen. Und deswegen habe ich den hier auf Antonidas hochgespielt. Und dann habe ich noch die verbündeten Völker hier. Den hier. Und den hier quasi. Und jetzt den Paladin habe ich mir erstellt, weil ich das Paladin-Class-Mount haben wollte, weil es gibt seit BFA quasi dieser Pre-Patch aufgespielt worden ist, ein Paladin-Mount für Zwergen only und deswegen brauchte ich mir einen Zwerg-Paladin, ja. Deswegen habe ich mir den erstellt, genau. Ja. So viel dazu. Und warum ich mir jetzt zum Beispiel auf Antonidas und Equins dann Chars gemacht habe, obwohl ich eigentlich ursprünglich auf Lothar war, liegt daran, weil das große Server waren und ich mir immer dachte, oh, ich brauche unbedingt mal Gold auf dem großen Server, weil ich mir diese Kartenspiel-Mounts kaufen wollte, wo ich vorhin schon erwähnt hatte. Und die sind sehr, sehr teuer und meistens auf diesen kleinen Servern wie Lothar sind die gar nicht drin, ne? Weil wenn du jemand bist, der das verkaufen will, dann schaust du, dass du auf einen großen Markt gehst, dann kriegst du es auch gut und teuer los, anstatt auf einen kleinen, wo es vielleicht sein kann, dass es gar keiner haben will, ne? Deswegen sind auf so kleinen Servern meistens die Teile überhaupt nicht drin. Das ist sehr, 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 sehr schade. So, ich würde sagen, wir loggen jetzt nur mal in den einen Char ein. Und zwar ist das mein Main-Char. Die ich, wie gesagt, ursprünglich auch auf Lothar hatte und der ja mittlerweile doch ein paar Server gesehen hat, ja? Also so über die Zeit, also ich bin jetzt nicht alle 2 Monate getranzt, aber über eine längere Zeit mal hier ein Jahr gewesen, dann wieder weggetranzt, meistens wegen Raids halt, ne? Das ist halt in WoW mittlerweile ein bisschen vergänglicher mit Raids, wenn ich jetzt überlege, wie lange ich auf Lothar war. Das waren
fast 10 Jahre quasi auf einen Server und ja, leider ist der Server aber so kaputt, dass da nicht mehr sonderlich viel geht. Genau, also wenn ich euch den Char, kann ich vielleicht euch einmal kurz soweit zeigen. Das ist quasi der Main Char. Das Gear ist jetzt irrelevant, weil in 4 Tagen, wie gesagt, kommt das Addon raus und dann kann ich mein ganzes tolles Mythe-Gear, kannst dir dann die Haare schmieren, deswegen habe ich euch die anderen Chars jetzt nicht gezeigt. Aber prinzipiell ist das quasi der Main Char, den ich habe und ja, einfach um so ein bisschen jetzt Stand Pre-BFA, also Sprache, der Pre-Patch ist draußen, aber das Game hat nicht gestartet. Ich bin jetzt im Moment bei 28.400 Erfolgspunkten. Das ist, denke ich mal, relativ hoch. Ich hatte eigentlich, bevor der Pre-Patch kam, hier fast alles voll gehabt. Ich glaube, 15, 16 Erfolge hatten mir gefehlt oder so. Und ja, an Mounts bin ich bei 506. Mir fehlt, glaube ich, aktuell nur das Char-Mount. Alles andere sind Legion-Mounts, sind BFA-Mounts, die mir fehlen. Und ja, hier gut, die Pets und Toys, da habe ich auch relativ viele, aber ich glaube mal, das ist jetzt nicht so von großem Interesse und das Video wird auch schon viel zu lang. So, jetzt sind wir durch mit, waren das glaube ich 39 110er Charts oder waren es 38? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe auf jeden, sicher weiß ich, dass ich insgesamt 67 habe. Ich habe es vorher extra nochmal durchgezählt. Hier seht ihr auch nochmal hier die ganzen 110er Charts. Gut, jetzt würde ich sagen, gehen wir auf den zweiten Account. Da geht es vielleicht ein wenig schneller an der Geschichte. Und zwar seht ihr, dass ich hier viele kleine, also kleine Außenposten habe. Da habe ich aber nicht lauter 110er Charts, sondern wir können jetzt einfach mal random in einen reinklicken, zum Beispiel in den Uldur. Und da seht ihr, habe ich einfach einen Char auf Level 1 und so sieht es auf den meisten Servern aus. Und zwar heißen die alle Tela Gold. Ich habe nämlich eine Weile lang ein bisschen Zeug verkauft. Und zwar, ich habe Nemesis verkauft, ich habe Bloody Coins verkauft, ich habe hier Sellruns gemacht für Raids zum Beispiel. Damals ein HFC, Dingster Bumster, Archimond-Dinger oder jetzt auch später dann Nighthold oder auch jetzt aktuell Argus im HC und lauter so ein Zeug haben wir verkauft. Wir haben auch damals Dings verkauft im Mythic-Modus, Dings der Archimond, also sprich im letzten, oder für euch, wenn ihr das jetzt in BFA im vorletzten Addon quasi den Endboss im Mythisch und so mit dem Mount und dann kriegst du halt auf allen möglichen Servern Gold und deswegen habe ich meine Charts quasi, dass ich das Gold annehmen konnte, ja. Und deswegen habe ich da einige rumflacken. So, jetzt gucken wir bloß mal die anderen Dinge. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal unten an. Und zwar ein Char habe ich auf Blackhand. Und das ist ein DK, den habe ich da, weil ich mal zwischenzeitlich auf Blackhand war. Und zwar nur für einen Monat oder es war, glaube ich, sogar nur einen Monat. Das war mein kürzester Trans, wo ich dann wieder hin und weg getranst bin. Und zwar war das nachdem ich auf Antonidas getranst bin und das damals nicht so ganz geklappt hatte, habe ich eine Gilde gefunden, die 2 Tage hatten, weil das war das angestrebte Ziel. Ich bin auf Blackhand getranst. Zu einer Gilde, auf Blackhand ist übrigens ein Horden-Server, ja. Und das war eine Ali-Gilde. Und die haben mir hoch und heilig gesagt, ja, die gibt es seit Classic und die Gilde wird nie hops gehen und hier und da, weil ich skeptisch war. Es gibt nur eine einzige Ali-Gilde auf dem Server, die raidet und macht das Sinn. Und ich bin dahin getranzt nach Beschwörung, dass die Gilde niemals hops geht. Die ist, glaube ich, einen Monat, nachdem ich dahin getranzt bin, hops gegangen, ja. Dann bist du auf einem Server, wo die Fraktion nur die einzige Gilde hatte, die platt gegangen ist. Und dann hockst du da und denkst dir, nice, der Transi hat sich gelohnt. Ich habe mir dann aber schon angefangen, den Twink zu machen, weil ich halt mit Berufen gucken wollte, ja. Und seitdem flackt er halt, den habe ich letztens auch 110 gespielt, weil es ja mittlerweile relativ schnell geht. Genau, das hier sind alles wirklich diese Bankcharts, die haben teilweise zwischen 100 und ich glaube, einer hat sogar 1,5 Mille, also da flackt nur ein bisschen Gold. Ich habe teilweise ein bisschen Pet Battle Handel gemacht, aber mittlerweile bin ich zu faul zum Pet Battle Handel und außerdem spackt mein WoW immer rum, dass es teilweise abschmürgelt, wenn ich viele Server hin und her logge und das, ja, ist nervig. Genau. So, dann gucken wir jetzt hier noch einmal drauf und zwar auf Ekwin. Da habe ich auch wieder 3 Druids und zwar habe ich mir die auch gemacht Ende WoD, wo man, oder beziehungsweise im Pre-Patch zu Legion, wo man die Chars einfach hochmachen konnte. Da habe ich mir sehr viele Dudus gemacht, weil ich die einfach quasi dahingestellt habe und die so hochleveln konnten über diese Legion-Invasionen und dann ging das easy, ja. Den habe ich mir Anfang von Dings gemacht, das ist klar, ein DH. Und dann hatte ich aber noch den Tela Gold und zwar habe ich auf Ekwin mir bewusst einen, das war mein zweiter Boost, ich habe ja vorhin gesehen, der
quasi der Gnome, das war der Ali-Charme, der mir gefehlt hat. Und bei Horde hatte ich aber keinen Panda. Und ich habe ja zwei WoW-Accounts, deswegen musste ich zweimal WoD kaufen und habe den einen, und dann hast du auch zwei Boosts for free, ne? Dann habe ich mir den einen Gnome auf dem einen Server geboostet und auf dem, oder auf dem einen Account, und hier auf dem zweiten Account habe ich mir den Panda-Horden getranzt und habe ihn absichtlich auf Equin gestellt, dass ich aufs gleiche X streamen kann, wenn ich mich einlade. Das war der Hintergrund, weil du wolltest damals Equin, größter PvP-Server Allianz, wolltest du kein Hordler spielen. Ja, das macht man einfach nicht. Ja? Das ist wie wenn du auf Eridan Allianzler spielst, das ist nicht so sinnvoll, aber ich habe es gemacht, den da zu boosten, um dementsprechend aufs gleiche X-Stream zu kommen. Es hilft mir heute sogar noch ein bisschen. Unter anderem bei dem Dings, was ihr letztens gesehen habt, wo wir dieses kleine Event gemacht haben in Darkshore, das hier kontrovers diskutiert wird, habe ich das auch wieder mit den Chars hier benutzt. Genau. Dann gehen wir einmal auf Lothar noch. Und zwar ist hier nämlich auch nochmal ein Char, hier Eluma. Das ist der Char von meinem kleinen Bruder. Der hat nämlich zu. Oh, jetzt lass mich mal überlegen, wenn dann war es zu Ende Bottle, nee, wenn dann war es zu Ende Cutter oder zu Ende oder zu Anfang MOP, dass er nochmal angefangen hat zu spielen, und dann wollte er sich aber einen eigenen Account machen, und das ist eigentlich dann der Account von meinem kleinen Bruder, und den hat er aber nur eine Weile gespielt. Wir haben den auch mit meinem zusammengelegt. Das geht übrigens, wenn du einen GM fragst, ne? Wenn du gleich einen Nachnamen hast, funktioniert das. Und dann hat er aber nicht lang gespielt. Und das war quasi sein Char, den er sich hier wieder gemacht hat. Also wieder ein Charmy, stimmt eigentlich, ne? Er hatte Maktai, das war auf dem anderen Account der Charmy. Und dann hat er sich quasi hier nochmal eingemacht. Und ja, den quasi damals gebastelt. Und hier seht ihr aber noch ein paar andere Chars. Und zwar habe ich hier den Speedy Hunter und den Speedy Monk. Und die sind entstanden, weil ich vielleicht. Kennt der ein oder andere mein Speed-Level-Video noch? Ich müsste, glaube ich, immer noch weltweit der schnellste sein. Ich habe das nämlich mit allen Flasks und wir habt einen Freund, dieses ganze Gedöns habe ich damals, also zwei Tries habe ich gebraucht, deswegen habe ich zwei Speed-Chars, die hier so heißen, habe ich von 1 auf Level 90, glaube ich, 48 Minuten gebraucht. Und ich denke mal, so unter einer Stunde von 1 auf 90 zu kommen, ich glaube, das geht im Moment gar nicht mehr. Aber es damals durch dieses ganze Gestecke von Zeug, ich glaube, ich bin am Ende auf 1500% mehr EP gekommen, und wir haben ein bisschen Sachen getrickst. Also war eine coole Sache, vielleicht will der ein oder andere mal reinschauen in das Video. Das ist auf jeden Fall. Also, das war ein cooles Event, muss ich sagen, aber das war natürlich fernab von jeder Realität, dass man das normal so levelt. Das war nur ein Speed-Event, um zu gucken, was maximal geht. Genau, und weiß nicht, den habe ich mir anscheinend dann irgendwann mal erstellt, weil ich einfach noch mehr Tela-Chars brauche, warum auch immer. Und den habe ich mir letztens gemacht, ne, weil ich hier noch ein DH frei hatte. Ich dachte mir, überall, wo ich einen 110er habe, mache ich mir auch ein DH-Free-ID quasi, finde ich viel Aufwand. Genau, dann habe ich mir jetzt hier noch ein paar Eredar-Chars gemacht. Und zwar sind es hauptsächlich dann auch Sachen mit Verbt ein Freund gewesen, der hier auf jeden Fall und der hier. Und dann habe ich hier auch noch meine Dings-Chars, meine verbindenden Völker. Und zwar einmal den Monk, den ich in der Videoserie gemacht habe, und den Hochberg-Tauren. Und ihr seht, die sind transmogt, ja, also da geht was. Der hat sogar nicht mehr das Hochberg-Set an, sondern ich habe ein anderes gefunden, was relativ cool ist. Und dann habe ich mir noch den Euterdin gemacht. Den habe ich mir jetzt geboostet mit dem Boost, den man jetzt quasi von BFA einmal for free gekriegt hat, weil mir aufgefallen ist, dass auch der Tauren Paladin ein eigenes Mount hatte, und ich wollte das auch haben, deswegen habe ich mir das genommen. Und den Char habe ich mir, glaube ich, den geileren, den habe ich mir gemacht, weil man einen Level 100er Char brauchte, um für die Horde quasi die dieses Arena-Event im High Mall quasi zu machen. Da habe ich mir sowohl auf Horde als habe ich mir auf Horde auf beiden Accounts dann quasi einen 100er machen wollen, und da bietet sich der Demon Hunter an. Und dann habe ich die, als das Event fertig war, quasi auch auf 110 gespielt. Deswegen sind die jetzt noch da. Jetzt muss ich mal gucken. Antoninas. Locken wir da mal ein. So. Das sind hier ein Haufen Antonidas-Chars, und die habe ich eigentlich alle mit einem Werbt-ein-Freund-System hochgeballert. Und zwar habe ich es damals so gemacht, dass ich exzessiv Leute gesucht habe für Werbt-ein-Freund, um diese Mounts auszukriegen und Pets, aber auch um Chars hochzuspielen. Und ich wollte auf Antonidas Gold machen, und ich glaube, mit denen habe ich insgesamt 11.000 Gold jetzt über die Zeit, wo eigentlich jetzt Argus draußen war, gemacht. Einfach nur über diesen Missionstisch. Ich habe sonst mit denen nichts anderes gemacht. Und die habe ich aber ursprünglich in Mitte WoD auch hochgespielt und habe damals auch über die Garnison sehr, sehr viel Kohle gemacht und unter anderem auch über Berufe.
Und das waren quasi so eine Farmbatterie. Und die habe ich dann ursprünglich aber über Werb einen Freund hochgespielt. Und um das vielleicht nochmal zu erklären, ich habe mir damals vier Leute gleichzeitig Werb einen Freund gesucht, habe einen Char hochgespielt. Das ging an einem Nachmittag relativ bequem. Oder in einem Tag ging es relativ bequem. Na, ein Nachmittag wäre jetzt übertrieben, aber an einem Tag ging es relativ bequem, dass man sich einen Char hochspielen konnte, wenn man durchgezogen hat. Ja? Und da hatte ich Urlaub gehabt, habe mir vier Leute gesucht, die ich geworben habe. Wir haben einen Char hochgespielt und du kannst für jede zwei Level, die der andere aufsteigt, kannst du ein Level schenken. Das heißt, wenn ich mit 91 Level spiele und damals war er quasi bis 90 Werbt ein Freund, konnte er mir 45 Level schenken, ja, auf dem zweiten Char zum Beispiel. Und da ich vier Leute hatte, konnten wir das so machen, dass ich quasi zweimal 45, haben wir noch einen Char auf 90 und dann habe ich nochmal zwei Typen, also insgesamt vier. Dann hatte ich einen Char auch gespielt und hatte drei Chars quasi auf 90 danach, ja. Und dann haben wir halt ein paar Chars, habt ihr gesehen, am nächsten Tag wieder einen Char hochgespielt. Dann hatte ich sechs Chars, am nächsten Tag wieder ein Char, hatte ich neun Chars. Also seht ihr, dann geht das relativ schnell mit den Chars nach oben bringen. Und die letzten 10 Level auf 100, die habe ich dann über diesen kleinen Trick gemacht. Da kannst du ja auch mit den Flasks in Gorgon die Sachen vorbereiten. Hatte ich ja damals auch ein Video gemacht. Und dann ging das auch. Ich glaube, in Gorgon, das hat 11 Minuten dann gedauert und hat man hochgeballert. Also ich habe so viele Chars, weil ich halt immer die Sachen ausgenutzt habe, um Dinge effizient zu machen. Ich würde fast behaupten, die ganzen Chars, die ich hier liegen habe, die habe ich etwa in der Zeit hochgespielt, wie im Moment man wahrscheinlich für eineinhalb Chars brauchen würde, wenn man es ganz normal von 1 auf 110 spielt. Klingt komisch, ist aber so, ja. Also, das, ja, es gab Zeiten, wenn man weiß, wenn man wusste, was man macht, effizient Chars hochspielen konnte. So viel zu der Sache. Genau. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Chars einmal durchgebastelt. Wie gesagt, das hier sind alles Level 1er Chars. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube auf Alex Tracer. Wir können jetzt einfach einmal noch so just for fun auf Alex Tracer einloggen. Dann kann ich euch das ganz schnell mal zeigen, was ich damit meine. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon so weit durch. Das Video ist auch schon wieder viel zu lang. Aber wie ihr seht, wenn ich jetzt in jeden einzelnen Char eingeloggt hätte und euch jeden Char gezeigt hätte, dann wäre das wahrscheinlich ein 5-Stunden-Video geworden. Ja? Also ich bin jetzt eh schon ziemlich ausschweifend quasi geworden. So, jetzt habe ich gerade in den Char einmal eingeloggt und so sehen die quasi aus. Die haben da noch ein paar Pets und mit dem habe ich relativ viel Gold. Ne? Also die hat jetzt 1,4 Mille, das ist halt alles über irgendwelche Sellruns oder irgendwelche Gedönse quasi zusammengekommen. Aber jetzt, warte mal, kann ich euch das auch hier zeigen? Da müssen wir nämlich nicht überall durchloggen. Da habe ich jetzt die ganzen Dings-Char. Wenn ich jetzt hier alle einstelle, dann seht ihr, das sind alles Level 1-Char, Level 1-Char. Das sind alles Hexenmeister. Ich habe mir da alle mal Dings und die haben alle halt ein paar. Paar tausend Gold hier, 300.000 hier, 20.000 mal. Der hat sogar über eine Mille. Also das, ja, wie es halt liegt, das Gold quasi. Ne? Und deswegen kann ich die aber auch nicht löschen, weil ich da noch Kohle drauf habe. Und irgendwann muss ich mir hier was kaufen oder das Gold über Pets rüberkriegen. Aber da mache ich mir mal Gedanken, wenn ich es brauche. Genau. Gut, dann sind wir soweit durch mit dem Video. Ihr könnt mir ja gerne mal so eure Char-History reinschreiben in die Kommentare oder mal schreiben, wie viele Chars ihr habt. Und ob ihr gerne levelt oder nicht gerne levelt. Ich so am Rande, ich level gerne, aber ich level nur gerne effizient, ja. Weil ich nutze gerne meine Zeit effizient, genau. Gut, okay. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich zufriedenstellen, der immer schon alle Chars wissen wollte. Und vielleicht mache ich in so einem halben bis Jahr ein Update-Video, wie viel Chars ich dann gemeistert habe, quasi von 110 jetzt auf 120 zu spielen. Muss ich mir überlegen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.